Guten Tag, wir haben heute Day 2 und 3. Ja, war sogar richtig, weil wir haben es gestern nicht mehr geschafft, das Video zu drehen bzw. zu schneiden. Was ist denn mit dir los? Sonne blendet. Okay. Und ja, genau, deswegen holen wir das heute vom Prinzip gestern und heute nach. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem gestrigen Tag an. Also wir sind gestern, ich weiß gar nicht, irgendwann aufgestanden. Uhrzeit gibt es bei uns ja so gut wie nicht. Wir gehen einfach irgendwann und so. Und Tschüss Hund. Ja, und dann sind wir erstmal so Richtung Norden gefahren. Wir sind quer so über die Insel, so haben uns ein bisschen Landschaft und angeguckt. Und ja, Berge, ja, keine Ahnung, überall so ein bisschen grün geworden, weil hier hat es die letzten Tage ziemlich geregnet gehabt, bevor wir gekommen sind, deswegen ist es hier alles ziemlich grün. Ja, da waren wir dann bei so einer Bucht mit ganz vielen Restaurants und so, und da haben wir dann halt auch so ein kleines Video für euch gemacht. Ich meine, wir werden jetzt immer mal so ein bisschen einblenden, von wegen Fotos, die wir gemacht haben und so. Und ja, dort waren wir dann eine ganze Zeit und haben was gegessen und klar, ist ja alles nicht wichtig. Und dann sind wir weiter Richtung Norden gefahren, so waren wir da dann eigentlich ganz im Norden? Ja? Kannst ruhig auch was sagen, ne? Max ist viel zu faul, was zu sagen. Egal. An so einem Leuchtturm waren wir da und da haben wir dann ein bisschen sinnlos Fotos gemacht. Und ja, dann sind wir nach so, keine Ahnung, einer halben Stunde dort eigentlich auch schon wieder ins Auto eingestiegen und tja, irgendwie ewig wieder heimgefahren, und währenddessen hatte dann Max mal ganz kurz die Kamera in der Hand. Guck mal, das kann. Und da ist natürlich ja nichts anderes bei rausgekommen, als irgendwelche Ärsche von Mädchen zu fotografieren, die dann auch noch unscharf waren, weil. Und Nummernschilder. Und Nummernschilder, weil er ja voll der Spion ist. Ja, genau. Und ja, dann war der Tag eigentlich auch schon vorbei. Wir sind dann irgendwann 22 Uhr oder so heimgekommen. Also bei euch dann 23 Uhr, weil bei uns ist ja eine Stunde früher. Und wir waren dann von dem Tag schon irgendwie so fertig, da sind wir dann gleich pennen gegangen. Und außerdem haben wir uns gedacht, jetzt würden wir noch eine Stunde brauchen, bis dann das Video kommt. Und dann wäre es in Deutschland, keine Ahnung, 24 Uhr gewesen oder so. Und wir haben uns gedacht, es lohnt sich nicht mehr. Und genau deswegen kommt das jetzt alles zusammen, ne? Ja, und dann heute waren wir am Strand. Deswegen haben wir jetzt auch schon so ein bisschen Sonnenbrand. Und da hinten ist übrigens das Meer. Ich glaube, da hat Max gerade schon mal hingezoomt, oder? Und ja, da gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Doch, doch, wir haben eine, was haben wir gebaut? Ein Loch. Ein Loch, wo man sich reinsetzen kann. Und was, hast du davon ein Foto gemacht? Da hast du ein Foto. Wo man sich reinsetzen kann und was voll gegen Wasser geschützt worden ist. Ja. Und ja, ist eigentlich mega geil hier noch. Jetzt die nächsten Tage wird es dann wieder richtig schön warm und Wind wird immer weniger und Sonnenbrand. Ich werde einfach nur noch rot. Gut. Ja. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Nee. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Was? Liken. Ja. Ach ja, genau. An der Stelle nochmal einen schönen Gruß an Jule und Lena. Hi. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Sinn.